Hallihallo Leute, es ist wieder Zeit für ein kleines Video von Rise Let's Play. Dieses Mal leider eine traurige Nachricht direkt vorweg. Das hier wird wahrscheinlich das letzte Video sein, das ich in mehreren Monaten aufnehmen werde. So wie gerade eben auch. Die Ursache dafür ist, dass das Studium und das Let's Playen und das Arbeiten nebenbei einfach nicht funktioniert. Es ist zu viel. Es ist einfach viel zu viel auf einmal. Als dass ich jetzt noch sagen könnte, okay, gut, ich Let's Play jetzt und studiere. Eines ist wichtiger, und zwar das Studieren. Deswegen ist das hier quasi mein letztes Video. Aber als kleines Abschiedsgeschenk, bis ich natürlich wieder länger Ferien habe, wenn ich irgendwann lieber, also irgendwann längere Ferien habe, dann werde ich euch ganz natürlich wieder einige Videos mehr bieten, ist das hier mein Abschiedsgeschenk. Eine Folge Binding of Isaac Rebirth. Viele haben sich gefreut, dass das mal kommt und dachten sich schon auch, Rice macht das irgendwann mal. Und ja, hier bin ich, hier mache ich es und ich hoffe, es entspricht ein bisschen dem, was ihr euch so als Abschiedsgeschenk auch gewünscht hättet. Ich für meinen Fall auf jeden Fall habe mir als Abschiedsgeschenk von euch vielleicht mal einen kleinen, so quasi das Vermächtnis gewünscht, dass ihr trotz allem meine alten Videos, die ihr noch nicht gesehen habt, trotzdem noch anguckt oder so. Einfach, dass ich jetzt nicht einfach weg bin, tot bin, sondern dass meine Videos weiterleben. Und das funktioniert leider nur dann, wenn ihr auch alle die Videos guckt. Was ich auch wirklich stark hoffe. Aber gut, weg von dem sentimentalen Quatsch. Wir spielen Azazel. Azazel ist der wohl coolste Charakter im neuen Binding of Isaac, der schon mit Flügen und einer eher etwas abgespeckten Version des Brimstones startet. Brimstone ist dieser Laserangriff, den wir da haben. Und deswegen sehe ich Azazel als stärksten und besten Charakter. Also meinen Geschmack nach. Und ja, ich spiele jetzt einfach so als Abschiedsgeschenk eine komplette Runde Binding of Isaac und versuche auch bis ans Ende zu kommen. Ich gebe natürlich auch Mühe, wie immer. Das sollte ich aber eigentlich kennen, deswegen zweifle ich auch wirklich daran, dass ich mir beste Mühe gebe. Auch schon einen Mond pro Tod. Und der Teufel ist auch tot. Keinen Schaden genommen, das sollte einen Teufelsraum geben. Oh, bam, da haben wir ihn. Matchbook, Evil Up. Oh je. Scheiße. Den nehmen wir natürlich mit. Evil Friend, Little Brimstone. Das ist ganz cool als Azazel. Der Nachteil am Ganzen ist, wir haben jetzt nur noch ein halbes Herz. Und wenn wir getroffen werden, sind wir tot. Sieht wohl so aus, als würde es einen zweiten Part geben? Nein, wir werden das schaffen. Sehr zuversichtlich. Äußerst zuversichtlich, dass das alles gut klappt. Ja, natürlich, es soll auch gut klappen. Wie soll es noch gut klappen, wenn sowas passiert? Offene Tür, aber kein Schlüssel. Obwohl, wenn der Geheimraum jetzt hier ist, was er aber leider nicht ist, schade. Ja gut, probieren wir es nochmal hier. Vielleicht ist hier der Geheimraum. Ja, ein Schlüssel. Zwei sogar. Perfekt. Genau das, was wir gebraucht und gewollt haben. Seht ihr, Leute? Das funktioniert doch alles. Genauso, wie ich es gerne hätte. Was finden wir? Oh, Forever Alone. Attack Fly. Das ist ganz praktisch, die Attack Fly. Und natürlich auch nur so lange, wie wir es schaffen, nicht irgendwie getroffen zu werden. Soll ich in den Shop rein? Nein, wir haben nur 4 Münzen. Ich bezweifle, dass wir ein Seelenherz für 3 kriegen. So, was erwartet uns in diesem Stockwerk? In den Katakomben? Fast der Tod. Fast der Tod hätte uns erwartet, aber wir sind da richtig gut durchgekommen. Eine Batterie, ganz praktisch, falls wir ein Item kriegen, das man aufladen kann, soll, muss. Lohnt nicht, zu riskant. War ganz easy. Oh je. Schrecklicher Raum. Ganz schrecklich. Aber gut, ich habe euch ja vorhin gesagt, dass es bei mir zeitlich einfach nicht wirklich mehr langt zum Let's Playen. Ich hatte jetzt zum Beispiel das ganze Wochenende über massiv Zeit, um was aufzunehmen. Jedoch kam nichts, da auch dann wieder das Real Life noch kommt.
Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, wenn das Let's Play zu kurz kommt, dass allgemein das Real Life zu kurz kommt. Ich komme nicht mal mehr dazu, meine Spiele alle anständig zu spielen. Nicht mal Binding of Isaac Rebirth, auf das ich mich extrem gefreut habe. Es ist schon echt ätzend, wenn man, wenn man mal zu Hause ist, dass man dann Real Life. Das ist ja ganz nett, Real Life zu haben. Meine, das ist schon mal besser sein, als wenn wir auch kein Real Life haben. Aber es bringt halt auch HP up, Tears up, Shot Speed up. Sage ich nicht nein. Aber es bringt halt auch die Schattenseite mit sich, dass man dann gar keine Zeit mehr hat. Das Studieren ist einfach wichtiger, als jetzt irgendwie was anderes in den Vordergrund zu setzen. Und ja, nebenbei, ich arbeite halt auch bei Burger King. Und Burger King ist Sklaventreibereiarbeit. Es ist halt einfach so, auch wenn es mein Arbeitgeber ist. Ich kann leider nichts Gutes über ihn erzählen. Es ist extrem schwer, die Arbeit. Und das Gehalt dafür ist unter aller Sau. Es ist ein Hungerlohn für die Arbeit, die man da eigentlich macht. Auf jeden Fall, ich rate euch, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, studieren zu gehen. Also ich habe echt Bock zu studieren, aber die Kehrseite ist halt, wenn ihr alles selbst finanzieren wollt, ich könnte es ja auch finanzieren lassen, aber ich will meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen, letztendlich studieren, auch meine eigene Miete zahlen können. Und wenn ihr so etwas vorhabt, macht euch drauf gefasst, dass ihr extrem, extrem wenig Freizeit haben. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich meine, ihr seht, wie oft ich dort Videos poste. Es sind ja fast 10.000 Videos mehr als sonst immer. Es ist wirklich nicht schön, wenn man sieht, wie all seine Freunde Spaß haben den ganzen Tag über. Und man ist dann der Einzige, der so nicht mitmachen kann, weil man halt, wie gesagt, ein Studium hat und Arbeit. Aber gut, das Leben ist kein Reiterhof. Was mich eigentlich am meisten an der Arbeit stört, ist die miserable Tatsache, dass meine Hausaufgaben in der Uni sogar zu kurz kommen. Und ich nicht mal anständig schaffe, die Hausaufgaben komplett zu bearbeiten. Ja, ich bin jetzt gerade nur am Weg klagen. Aber gut. Es ist halt wie es ist. Ich muss es irgendwie hinkriegen. Ich habe auch reiche Mühe gegeben, es hinzukriegen. Und sobald ich dann halt die Gelegenheit habe, etwas öfter wieder zu playen, werde ich das natürlich auch machen. Also, wie gesagt, ich werde mir Mühe geben. Damage and Rage up. Oh Gott, das ist schon. Das ist ein richtig guter Run trotzdem. Das ist so, als würde das Spiel sagen, es ist sein letzter Run. Wir sorgen dafür, dass der Run extra gut wird. Das heißt, der letzte Run, der letzte Play-Run, so für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, mindestens mit sagen, 3-4 Monate wird nichts Aktives wird bekommen. Und ja, ich würde ja sagen, hey, mein YouTube-Geld reicht, um meinen Lebensunterhalt fürs Studieren zu zahlen. Leider ist dem nicht so, es ist bei weitem nicht genug. Es ist bei weitem nicht genug. All die Leute, die mal glauben, dass ich mir hier eine goldene Nase mit YouTube verdiene. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, oh Gott, hoch, jetzt mache ich wieder ein paar Videos nebenbei, hab Spaß. Und dann läuft das ganz gut. Das Einzige, was ich euch so als Kompromiss bieten kann, ist quasi das Vlog zur Uni machen, zu meiner Zeit in Deutschland. Das sind ja immerhin stolze 3 Jahre, das heißt, ich hätte genug Material, um aber das Anständiges da zu produzieren, aber das will ich nur mit eurem Einverständnis dann quasi starten. Was versteht man unter Vlog bei Rise Let's Play? Ja, unter Vlog von Rise Let's Play verstehe ich jetzt, ich nehme, wenn ich mal Zeit habe, was auf. Wenn ich Aufgaben habe, die mir persönlich zu schwer erscheinen, dann werde ich die Aufgaben natürlich auch online stellen als Videoformat und sagen, hey, irgendjemand von euch Mathematiker oder Physiker und sagt jetzt, ey Chris, das ist doch gar kein Problem, diese Matrix kannst du so und so invertieren. Ich zeig dir, wie es geht. Oder ich antworte dir im Kommentar genau drauf, wie es geht. Wie werde ich das so machen in dem Format? Auf jeden Fall, es würde mir was bringen und es würde euch was bringen. Ich meine, ihr seid wieder hauptsächlich gefragt. Es kommen Videos und ihr seht mich mal wieder, weil Vlog im Spiel ist doof.
Ich würde die Videos dann wahrscheinlich eher so in Hannover selbst aufnehmen oder so kurz vor der Uni, an der Uni, in der Nähe der Uni, so in dem Stil halt. Dass ihr dann so quasi unter dem Vlog-Format so ein bisschen meinen Alltag auch mitkriegt. Das könnte ich euch so vorschlagen. Also ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Würdet auch, denke ich mal, gut hinkriegen. Ihr wisst ja, ich bin ein gesprächiger Junge. Von daher... Und es gibt auch immer was zu erzählen. Irgendwie gibt es jetzt nicht so irgendwie, dass man sagt, ach, diese Woche ist gar nichts passiert, da war einfach nur das. Nee, also es gibt immer schon was zu erzählen. Und ach, schade, kein Teufelsraum. Hätte mir gewünscht. Oh je. Sekunde, Leute, ich muss das Mikrofon hier wieder aufrichten. Da ich momentan keinen Mikrofonhalter habe, mache ich das gerade so notgedrungen mit meinen Lernbüchern und ja, es sieht echt cool aus, wie ich das hier stehen habe, aber es ist recht unbequem. Raw Liver, HP up. Oh, das ist Curse of the Blind, das ist ja mal toll, wir sehen gar nichts. Ui, Seelenherz. Nein. Ich denke, ich mache auch noch das hier kaputt. Und leider nichts. Der hier, bam. Und das Kochbuch ist wieder. Oh Gott, so einen Raum hasse ich mit diesen grünen Schleimwerferkanonen-Dingern. Sowas hasse ich wirklich. Fast mehr als dieser ganze Life-Stress, den ich gerade habe. Aber ja, gut, was kann ich noch so erzählen? Ach stimmt, ich habe einen Let's Player bei mir, den Burger King arbeiten. Und zwar Zockerkanacke heißt er. Ich weiß nicht mal, ob er wirklich Kanacke ist, weil mir so etwas recht egal ist, ob jemand Kanacke ist oder sonst was. Das geht mir darum bleiben an. Und verdammt, ich kann den Kerl super gut leiden. Auf jeden Fall, das ist cool, mit dem so ein bisschen über Let's Plays zu reden. Und ihr werdet wahrscheinlich das ein oder andere Mal, wenn ich dann auch real life mäßig was mache und was mit ihm mache, dann sowas wie ein Future von mir sehen, dass ich so quasi bei ihm zu Hause bin und mit aufnehme. Das werde ich dann auch, falls ich dran denke und die nötige Zeit dafür habe, fleißig hier verlinken auf meinem Kanal, dass ihr dann auch seht, wer Zockerkanacke eigentlich ist. Einige von euch können ja schon mal gerne googeln, aber was ich nicht mache, ist jetzt seinen Kanal in die Beschreibung reintun. Einfach aus dem Grund, weil ich, wenn ich was mit ihm mache, dann will ich das so machen. Ich will jetzt nicht einfach nur sagen, hier, schaut euch den an, gebt ihm ein Abo, gebt ihm ein Like. Das ist so dieses Hochfamen, Hochpushen. Vielleicht bin ich nicht jetzt famous. Aber ich finde sowas nicht cool, wenn man jemanden hochfamed oder hochpusht. So. Im Stil. Ich meine, es ist ganz nett, wenn man ein Partner ist. Wenn man so Partner ist und das wird dann mit demjenigen zusammenarbeitet, dann ist das von mir aus echt eine coole Idee. Aber jetzt einfach so will ich das ganz ehrlich gesagt nicht. Weil ich einfach ganz schnell schon einfach dagegen bin. Und Stammzellen. Ich bin ja fast der Meinung, dass wir den Teufelsbettler in die Luft sprengen sollten. Einfach nur, weil wir damit unsere Chance auf was Lustiges erhöhen. Etwas namens Teufelsraum. Deswegen, stirb, blöder Bettler. Stirb. So. Gut, gehen wir weiter zum Bossraum. Im Bossraum, ja. Hier gibt es auch wieder Special Items in diesem Spiel. Jedoch gibt es noch keine klar definierte Liste oder Kriterium, das irgendwie zeigt, dass es ein Spezial-Item ist. Das Spiel ist ja auch noch nicht so lange raus. Und hier sind wir bei Mütter. Und Leute, die gut aufgepasst haben, denen ist bestimmt aufgefallen, dass irgend so eine kleine Uhrzeit ist, die jetzt bei 12 ist. Diese Uhrzeit ist nichts weiter als ein Indikator, wie lange wir jetzt schon spielen. Und das hat da, also das hat was mit sich. Wenn wir jetzt unter 20 Minuten Mutter besiegen, was ja hier der Fall ist, dann schalten wir nämlich noch einen extra Bossraum frei. Und dieser Bossraum, also Sekunde, wir nehmen das negativ mit. Dieser Bossraum ist dieser hier. Hier kann man zwischen 4 Items wählen und es ist klar, was wir hier nehmen werden. Und dann erscheinen alle Bosse des Spiels, also alle alten Bosse hauptsächlich des Spiels, erscheinen dann hier. Und
Man muss diese dann auch besiegen. Und dieser verhasste Boss, das hat man, glaube ich, der größte Hass aus meiner Seite. Aber gut, wir haben ihn besiegt, das ist schon mal ganz gut. Und da wir keine Lebensanzeige haben, ist es ein bisschen tricky. Wir müssen also echt gut aufpassen, dass wir nicht so oft getroffen werden, da ich jetzt noch sagen kann, ach, wir haben nicht so viel Leben. Ich weiß nur, wie viele Leben die Bosse jetzt ganz definitiv haben. Und den schwierigsten Boss haben wir schon. Nein, gut, es kommt auch einer, der etwas schwieriger ist. Aber wie ihr sehen könnt, ihr habt ja mal Binding of Isaac 1 auch verfolgt. Und hier sind halt mehrere dieser Bosse auch vorhanden. Oh, Loki. Stopp, Loki. Ach, das ist einer meiner Lieblingsbosse. Binding of Isaac Rebirth. Und auch Steve ist da. Okay, wir sind schon im roten Herzschaden angelangt. Das ist nicht so toll. Na gut, wir können uns ja konstant heilen. Und oh, Little Chub. Und so. Alles einfache Bosse. Vor allem der Dicke hier oben, den haben sie ganz leicht gemacht hier in Reaper. Und weg ist er. Monstro Z hingegen ist etwas schwieriger geworden. Und da man ihn nicht mehr austricksen kann. Schwer und schwer ist zweierlei. Es gibt ja genug Tricks, mit denen man sich den Gegner einfach machen kann. Wie zum Beispiel Affe hier beim Schalten. Und ich das ganz gerne mit Assaseele mache. Ah, Pin. Und Pin wurde auch ein bisschen verbessert. Der wurde stärker gemacht. Okay, jetzt nicht rasant stärker, viel stärker, aber ein bisschen so. Was fehlt mir jetzt noch? Der Fallen. Wo ist er? Ah, die Maske. Auch ein Hassgegner. Aber oh, gut. Und The Blow. Und tot ist er. Noch diese doofe Maske. Die ist auch tot. Und schon sind wir bei den Reitern. Jetzt sind es nur noch 4 Bosse, glaube ich. Dann war's das. Die beiden? Nee. Nach den beiden kommt noch ein bisschen was. Ach, fick dich, Krieg. Und da war Krieg. Ohne vor Kriegsbomben. Und jetzt aber. Jetzt, das hier sind jetzt die zwei letzten. Einmal den kopflosen Reiter und einmal den Fallen. Den extremen Satans-Pengel. Und das war's. Und wir erhalten The Game Kit. The Game Kit ist auf jeden Fall besser als das Anarchisten-Kochbuch. Weswegen wir auch das jetzt hier nehmen. Und uns endlich runter zur welchen Ebene begeben? Zum Utero? Ne, zur Womp 1. Und wir haben 5 Leben. Meine Fresse. Das ist viel. Das ist echt viel. 5 Leben. Außerdem noch ein Game Kit. Das sieht ganz stark nach gewonnen aus. Ja, Leute, es ist echt so. Man kann quasi jetzt schon davon ausgehen, dass wir gewonnen haben. Azazel. Und Laura ist auch gerade angekommen. Fragt, mit wem redest du? Ja, ich rede mit der Community hier, wie du siehst. Mach ein kleines Abschiedsvideo. Sie ist auch jetzt da, jetzt kann sie auch mal Hallo sagen. Sag Hallo. Hallo. Ja, da ist sie. Das, ja, ja, das ist cool. Jetzt kann ich all den Leuten, die nach vorne gespult haben, auch nochmal erklären. Ja, ich mache ein Abschiedsvideo, damit du das auch jetzt hörst. Sowas quasi in der Art, in 4-3 Monaten kommt wieder was, wenn das Studium erstmal in der
Pause ist. Nach jedem Semester gibt es ja auch 2 Monate Pause. Oder 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Zeit gibt es Pause und ja, deswegen werde ich erst dann wieder was aufnehmen. Das wäre jetzt die Kurzform. Und um dem Ganzen einen gebührenden Abschluss zu geben, spiele ich natürlich Binding of Isaac. Wir sind jetzt mittlerweile in der 18. Minute angekommen, das heißt, wir haben eigentlich etwas an Zeit verloren. Ich hatte eigentlich vor, in der 20. Minute fertig zu sein. Im Moment läuft es super, das sieht man doch. Wir sind doch schon recht weit gekommen hier, die Kulturbanause. Und da gab es sogar einen Kussi für den Chris, für den Risey Let's Play. Nee, aber gut. Wir sind jetzt fast durch mit diesem Part. Ich sage auch, wir gewinnen das. Ich bin sehr fest davon überzeugt. Und oh je. So. Das war ein echt beschissener Raum. Lol. Oh. Einmal töten. Und nochmal töten. Bam. Bam. Ja, wir haben jetzt einen Teufelsbettler und einen normalen Bettler getötet. Aber wenn das nicht nach Teufelsraum ruft. Also ich persönlich würde mich selbst in die Hölle schicken, wenn ich 2 Leute einfach so töte. Vor allem unschuldige Händler. Oh, da ist der Poop. Da ist der Kackhaufen, der pfeift. Da hat er gepfiffen. Nee, das war der Kackhaufen. Sie hat gepfiffen, ey. Traum. Oh Gott, das blaue Herz hatte ich bis jetzt noch gar nicht. Und, ja. Läuft. Oh Gott, das blaue Herz hat viel mehr Leben als das normale. Das könnte doch noch schwer werden. Och, nö, wurde es doch nicht. Wurde doch nicht schwer. Und, oh Gott, wir haben keinen Teufelsraum geöffnet. Was ist das? Kein Teufelsraum und dafür eine Kiste. Was bedeutet das? Och, ist das jetzt einfach das Ende? Normalerweise kriegen wir einen Teufelsraum, gehen noch runter zu Satan. Oh gut, wir haben auch das Blue Baby freigeschaltet. Das ist doch mal schön. Oh Gott. Welch Erkenntnis. Trauma. Oh gut, Leute. Mehr schulde ich euch nicht. Das hier ist jetzt meine offizielle Kundgebung, dass es für mehrere Monate nichts geben wird. Der Kanal ist nicht tot. Wie gesagt, wir werden vielleicht ab und zu was von mir und Zockerkanacke hören, so in der Zwischenzeit. Und der Vorschlag mit dem Vlog für die Uni, dass ich ab und zu, wenn ich Hausaufgaben mache oder so, einfach kurz was mit der Handycam oder mit einer normalen Cam was aufnehme und sage, hier, guck mal Leute, das ist jetzt, wie es mir geht. Dann einfach in den Kommentaren haben, wenn ich sehe, dass mehrere Leute davon überzeugt sind, dass sowas kommen soll, das kann man ja eigentlich machen. What the fuck? Das kann man ja eigentlich machen, weil es jetzt nicht die ultimative Zeit abnimmt und weil es jetzt auch so ultimativ schwer nicht ist. Aber gut, Leute, damit verabschiede ich mich. Man sieht sich und bleibt trocken. Macht's gut. Tschö, Leute.